Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Factorio. Wir wollten hier letztes Mal unsere Notfallenergieversorgung aufbauen, aber ich glaube, wir müssen uns erstmal hier um unsere Produktion kümmern. Weil wie wir hier sehen, kommen hier nicht genug Kupferplatten an. Und das bedeutet, hier kommt zu wenig Kupfer auf das Band und hier unten kommt zu wenig Kupfer hin, sodass wir zu wenig Schaltkreise bekommen. Und dadurch produzieren wir zu wenig von diesen Schaltkreisen und dadurch geht es hier hoch. Produzieren wir zu wenig lila Greifarme und dadurch steht hier hinten alles. Das heißt, unsere gesamte Produktionskette kommt irgendwie ins Stocken, nur weil wir zu wenig Kupferplatten haben. Deswegen müssen wir uns jetzt erst einmal darum kümmern, mehr Kupferplatten zu bekommen. Wir hatten letztes Mal ja schon den Weg, lass mich durch, den Weg von hier unten nach da oben fertiggestellt und wir sehen, kommt hier genug Erz an, aber wir produzieren zu wenig Kupferplatten. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal ein Upgrade auf elektrische Hochöfen. Dazu brauchen wir mal Eisenplatten. So. Dann werden wir angegriffen und zwar da oben in der Ecke. Das heißt, wir nehmen hier noch mal etwas Munition mit. Irgendwie brauchen wir mal mehr Munition. Das ist auch zu wenig. Haben wir noch Produktionsmaschinen? Nein, haben wir nicht. Können wir auch nicht bauen, weil uns Schaltkreise fehlen. Wie sieht das denn aus da unten? So, der eine wirkt zerstört. Noch ein bisschen Zeit. Klauen wir jetzt hier einfach mal die. Geht nicht. Eieieiei. Wir brauchen mal ein paar Schaltkreise. So. Damit wir ein paar Produktionsmaschinen herstellen können. Geht aber auch nicht. Das können wir noch nicht, das können wir auch noch nicht. So, was machen wir denn? Ölverarbeitung 2 machen wir mal. Was wollte ich jetzt? Produktionsmaschinen. Wieso? Wieso, wieso, wieso? Basic Circuit Board. Okay. Also irgendwie ist da ein Bug in der Mod. Obwohl wir Holz einstecken haben, können wir die Platten nicht mehr selber machen. Das ist irgendwie komisch. So, dann laufen wir erstmal hoch. Können wir noch Turrets machen? Können wir auch machen. Wie viel Muni haben wir jetzt einstecken? 240, ja, schauen wir mal. Laufen wir mal da hoch. Uiuiuiui. Na, wollen wir uns das Feld mal mit den ganzen kleinen Artefakten hier anschauen. Dann ist das doch schon ordentlich. Was ist hier los? Wieso ist der so pink? Ist also quasi gar nicht mehr da. So, dann haben wir die befüllt. Dann bauen wir jetzt hier nochmal zweite Reihe Mauern rundherum. Was können wir da nochmal forschen? Begleitroboteranzahl, Kampfroboter. Also Begleitroboter müssen wir auch unbedingt mal machen. Character Inventory Slots ist auch nicht schlecht. Weil die Begleitroboter versorgen uns dann mit Rohstoffen und die müssen wir uns dann nicht mehr selber holen. Das ist auch eine sehr schöne Sache. So, dann bauen wir da nochmal ein Tor rein. Und so. Jetzt sammeln wir die ganzen kleinen Artefakte hier mal ein. Sagt unser Stromnetz. Joa, sieht gut aus. So, dann sind jetzt auch die elektrischen Öfen fertig. Wollen wir noch mehr von bauen? Nö, nee, weil Eisenplatten wieder fehlen. Wie viel haben wir jetzt? 18 Stück. So, das heißt, wir können jetzt hier die Öfen einmal austauschen. Das erhöht dann schon mal die Produktion um das Doppelte.
Aber das wird auch noch nicht reichen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Erzförderer mal weg. Und setzen hier auch nochmal Öfen hin. Wir brauchen einen Platz. So. Die wollen wir dann befüllen. Und das fertige Erz wollen wir dann natürlich gerne da wieder rausholen. Zack, zack, zack. Und wir haben keine roten Förderbänder. Das ist schlecht. Die müssen wir uns dann gleich auch erstmal wieder besorgen. Wie machen wir das? Wir besorgen uns erstmal rote Förderbänder. Ach, jetzt ist das Inventar wieder voll. Das ist auch interessant. Noch meinen Stuhl einstellen hier. So. Dann machen wir hier jetzt einmal rote. Das über die Kohle brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr hier. Wir haben ja jetzt nur noch Öfen, die ohne Kohle funktionieren. Das heißt, wir nehmen die ganze Kohle hier mal weg. Dann müssen wir da noch Strom hinpacken, damit die dann noch anlaufen. 1, 2, 3, 4. So. Die laufen jetzt auch. Und dann müssen wir jetzt nur noch die Platten irgendwie auf die andere Seite bringen. Dafür machen wir dann hier einmal einen kleinen Tunnel. So. Können wir davon welche bauen? Können wir. Ach, das Inventar ist voll. Das heißt, hier sind jetzt irgendwo Förderbänder auf der Reise. Da unten. Hier liegen noch welche rum. Okay, dann machen wir die hier auch noch mal schneller. Und auf jeden Fall müssen wir die Kupferstrecke auch schneller machen. Also die Erzstrecke. Jetzt haben wir zu wenig Förderbänder. Ich krieg die Krise. Was haben wir denn hier alles im Inventar drin? Das ist doch nicht normal. Die Scheiße hier wieder raus. So. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Jetzt schmeißt er uns die Bänder wieder irgendwo in die Welt, weil wahrscheinlich. Okay. Mensch. So. Express-Erdstrecke. Die sind alle schnell, die sind auch schnell, die sind nicht schnell. Der war schon rot. So, dann setzen wir hier nochmal ein paar Förderer hin. Dann haben wir auch alle verbaut jetzt. Strommasten haben wir auch noch. Dann bringen wir das Erz jetzt noch mit auf die Strecke. So, die Strecke ist überall schnell genug. Ding, 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 ding. Der fördert nichts mehr. Oh. Jetzt liegt der Förderer hier rum. Lelelele.
Hier noch so eine Blüte. Schmeißen wir hier mal die Kohle rein. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Kupfer. Und jetzt läuft das hier auch wieder mit den Kupferspulen. Beziehungsweise mit den Kupferdrähten. Und hier geht es jetzt auch weiter. Allerdings könnten hier noch sehr viel mehr von den Circuit Boards kommen. Da sehen wir aber hier, dass die hier unten gar kein Kupfer bekommen. Oder gar keine Spulen bekommen. Dann ändern wir das Design hier mal kurz ein bisschen. Machen hier nochmal die roten. Nehmen das hier alles runter. Und fahren hier nur mit Kupfer drauf. So, dann brauchen wir wieder Strommasten. Machen wir mal ein paar mehr und die legen wir mal hier unten rein. Pinnen die da mal fest. Und jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Fabrik hier Strom kriegt. So, schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir können auch die kleinen blauen einmal austauschen gegen die roten. Die arbeiten nämlich, ich glaube, mit 2,5, ne, 2,25, also ein kleines bisschen mehr als doppelt so viel schneller. Also ein Viertel schneller. So. Die können aber leider nicht wirklich schneller produzieren, weil die Kupferkabel jetzt so langsam reinkommen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, müssen wir das hier auch nochmal beschleunigen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Können wir noch so einen Teiler bauen? Jawohl. Denn so, so, so. Dann beschleunigen wir das hier. Dann brauchen wir da noch einen Teiler. Okay. Blockieren tut jetzt hier der Teiler. So. Und hier blockiert auch der Teiler. Okay, also man braucht die roten gar nicht bauen. Weil die kriegen das gar nicht gebacken. Was wir allerdings machen können, ist hier unten nochmal zwei dran setzen. Das hilft, denke ich mal, auf jeden Fall. Zack. Dann bauen wir nochmal zwei da dran. Eins, zwei. Eins, zwei. Und einmal Strom. Einmal rauspacken. Da müssen sie noch wissen, was sie machen sollen, nämlich Circuitboards. So, wie wir sehen, blockiert jetzt hier die Widerstandsproduktion bzw. die Widerstandsanlieferung. Da können wir das auch nochmal so machen wie eben, und zwar, dass wir das Solder jetzt hier auf die eine Strecke setzen. So. Dann hätten wir hier jetzt die andere Seite noch frei. Dann nehmen wir mal das Solder weg. Und bringen hier die Widerstände mal auf beide Seiten. Dazu machen wir hier einmal einen kleinen Umweg. Einen noch. Achso, halt. Das kann man auch gleich so machen. So, 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 so. So. Jetzt haben wir das auf beide Seiten gleich aufgeteilt und müssen jetzt hier auch nochmal dafür sorgen, dass das auf jeden Fall
etwas anders läuft. Weil die oberste Maschine das halt nicht absetzen konnte. Die hier. Weil hier immer so viel kam, dass er keinen Platz hatte, das abzusetzen. So, jetzt haben wir das auf beide aufgeteilt. Und wir fördern hier aber nur eine Seite rein. Das ändern wir jetzt auch. Okay. Was machen wir denn mal? Deep Storage. Forschen wir mal die Eisenbahn. Ich weiß nicht, was wir noch forschen wollen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nachher gleich mal unsere kleinen Flugroboter machen. Irgendwann. Also in nächster Zeit. Aber erstmal würde ich jetzt gerne noch hier hier sind auf jeden Fall die Arme zu langsam. Was machen die denn da? Jetzt geht's. So, die könnten wir jetzt allerdings schon mal austauschen gegen schnellere. Ich denke mal, das wird funktionieren. Wieso fördert der jetzt nichts rein? Los. Ach so. Weil wir auch zu langsam rauspacken. Der kann jetzt zum Beispiel auch nicht absetzen, weil hier zu viel kommt. Aber hier auf dem Band wäre theoretisch noch Platz. Aber auch nicht mehr viel. Gucken mal, wie das jetzt aussieht hier. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus. So, dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, reicht noch nicht. Also der kommt immer wieder zum Stillstand. Das heißt, wir müssen unbedingt noch mehr von den Circuit Boards machen. Jetzt kommen wir hier zu einem Thema, was ich eben schon vorher gesagt habe. Wir kommen hier langsam in ein Platzproblem. Aber ein bisschen Platz haben wir noch. Also wir forschen einfach mal blind drauf los. Also da passt noch eine hin. So, wenn wir das jetzt von unten aufbauen, können wir maximal so viele da hinstellen. So, die sollen natürlich auch alle Circuit Boards produzieren. Dann gucken wir mal, bis wo das funktioniert. So, hier hakt das jetzt wieder daran, dass hier nicht genug Boards hinterherkommen. Das hakt hier daran, dass hier zu wenig Holzplatten kommen. Das heißt, wir setzen hier unten auch nochmal eine Produktion mit Holzplatten daneben. Und wo ich gerade die Montagemaschine sehe, wir wollten auch mehr Munition herstellen. Das wollten wir auch tun. So. Haben wir das. Dann machen wir hier das Band nochmal schnell. Okay. Logistikroboter. Guck mal, das ist doch schön. Die wollen wir haben. Dann setzen wir hier nochmal welche dazu.
So. Müssen irgendwie auf jeden Fall dafür sorgen, dass immer beide Seiten voll sind hier. Sonst wird das nichts. Dazu machen wir jetzt nochmal das Band schnell, damit das miteinander harmoniert. Und siehe da, jetzt haben wir auf jeden Fall auf beiden Seiten volle Menge an Kupferkabeln. Und das kommt jetzt auch hier an. Und dann ist die Frage, ob bis da unten noch was ankommt. Ja, besser als gar nicht. Jetzt haben wir hier auch wieder genug Boards. Aber das mit den Widerständen, das muss auch noch besser werden. Und das hakt jetzt an dem Solder. Das heißt, hier müssen wir jetzt auch noch erweitern. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss, wenn wir das hier erweitert haben. In dieser Folge. Können wir das auch noch ein bisschen beschleunigen hier. Also zwei Maschinen auf dem langsamen Band funktionieren nicht. Das heißt, hier müssen wir wieder alles auf das schnelle Band erweitern. Und hier fehlen jetzt Eisenplatten. Auf jeden Fall müssen wir die Dichte hier noch erhöhen, dass sie auf jeden Fall keinen Platz mehr zwischen ist. Weil das gefällt mir so noch nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tricksen hier. Das einmal jeweils immer nach da rüberlegen. Damit wir die volle Kapazität nutzen hier. Okay, auf jeden Fall brauchen wir hier noch mehr Widerstandsproduktion. Dann brauchen wir das hier auch nicht mehr. Das hat sich damit dann quasi erledigt. Und dann können wir hier auch mehr Circuitboards herstellen. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen freuen und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Komm, lass dich setzen. So, okay. Ciao, ciao.